Hallo und willkommen zurück zum Adventskalender. Wir spielen heute Tag 15, Ovi Ox Must Die. Und ihr habt natürlich nicht mitbekommen, dass Zorn Gottes gekramt hat und aufräumt, weil wir noch feiern wollen. Dazu wollte ich euch mal eben zeigen, was er gemacht hat. Er hat unseren Weihnachtsbaum aufgestellt. Das Ganze sieht dann so aus. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist ein paar Kugeln ranhängen, um ihn zu dekorieren. Und dann ist das schon mal, ja, perfekt, könnte man sagen. Auf jeden Fall töten wir jetzt ein paar Orks, weil man das so macht und weil das Spaß macht. Mal gucken, ich habe seit 2 Jahren, glaube ich, das Ding nicht mehr angefasst. Ich bin gespannt, ob ich es noch ungefähr drauf habe und was halbwegs Brauchbares bei rauskommt. Schauen wir mal. Ja, spielen! Die Mittagspause, dann schauen wir mal, was die Mittagspause macht. Oh, wir haben noch Upgrades frei mit 7 Schädeln. Aber nichts, was wir damit kaufen können. Verdammt. Dann müssen wir wohl los. Wir bekommen die Wandklingen. Da bin ich ja gespannt, was die machen. Okay. Was schießen? Ich habe den alten Mann mal gefragt, was passieren würde, wenn die Orks unsere Welt durch die Spalte betreten. Er schaute ganz finster und sagte: Schau dir nur ihre zerstörte, tote Welt außerhalb der Festungstore an. Dann kannst du es dir vorstellen. Okay, die einen kommen hier lang, kommen die anderen auch einfach sagen können, da lang. Das wäre übel. Okay, und da unten ist auch noch eine Ebene von Zeug. Ach, da kommen sie hochgelaufen. Was ist hier? Was soll es hier oben bringen? Und hier können wir schießen. Gut. Wir kommen also zwangsweise hier unten lang. Oder wieder was? Nein, hier oben auch. Ah, hier kommen sie zuerst lang. Aber hier kommen die anderen eventuell auch lang, wenn wir blockieren und dafür sorgen, dass sie hier lang kommen. Okay, was nehmen wir mit? Auf jeden Fall die Pfeilwand. Bei der Armbrust bleiben wir auf jeden Fall. Die Sprungfeder und die Barrikade. Auf jeden Fall. Mana-Quelle auch nicht unbedingt. Die Bodensänger würde ich sagen, auf jeden Fall. Und die Archer. Wegschubsen ist gut, der Windgürtel. Okay. Machen wir es mal neu. Machen den Windgürtel dahin, dann das, dann das, das. 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 Und das. Okay. Okay, wie das? Und zwar schubsen. Okay. Dann fangen wir an mit einer Wandfalle da, weil die zwar in dem Bereich hier auslöst, aber wenn man es genau sieht, auch dahinter die beschädigen kann. Wie verhindern wir, dass sie da rumkommen? Auf jeden Fall wollen wir hier Schleuderdinger haben, die die zurückschleudern. Kann man jemals zu viele Fallen haben? Ich glaube nicht. Kann man das irgendwie blockieren da drüben? Schwierig. Jetzt wollen die hier lang auf einmal.
Das gibt's ja wohl nicht. Da geht's nicht lang. Oh, das wird lustig. Jetzt wollen die echt da lang. Die spinnen doch. Okay, Bodensänger. Nee. Für Kohle haben wir aber noch 1000 noch was. Ach, Erwart drehen, genau. Können wir die so platzieren? Klingt nach einem guten Plan. Okay, wir haben keine Kohle mehr, also auf geht's. Ich hoffe, das war ein guter Plan. Ich hoffe, die kommen wirklich nur hier oben. Nicht hauen, nicht hauen. Ist das eine Leber? Ja. Puh. Oh, da ist Mana. Oder was ist das? HP? Nein. Okay, haben wir hier noch eine Schleuder? Ich hoffe, die bringt was. An der Stelle. Oh. Ich glaube, ich hätte lieber in der Halle hier das aufstellen sollen. Halt. Nicht so hier, nicht mit mir. Waren das alle? Nee. Ah, die werden gut aufgehalten. Okay, was machen wir am besten? Auf jeden Fall blockieren wir hier einen Durchgang. Da kommen sie! Verdammt. Oh, Schande, die kommen da unten durch. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein! Er dürft da nicht lang. Ah, nicht gut. Nicht gut. Wo ist der Penner? Da ist er. Pause, okay. Wir haben jetzt ein bisschen Kohle bekommen. Auf jeden Fall machen wir das Ding zu. Und stellen hier Archer hinter. Ja. Ich diene dem Orden. Dann können wir uns darauf konzentrieren, hier die Seite zuzumachen, wenn der Archer das da hinten festhält. Oder aber wir verkaufen hier was von. Weil es relativ sinnfrei hier hinten ist. Dann können wir das
auch noch zumachen. Warnung. Kann tödlich sein. Wir stellen ja auch noch einen Archer hinter. Bereit zu dienen. Okay, cool, 1800. Ja, mal zwei Archer. So. Nenn mir eine Richtung. Bereit zu dienen. Okay, was können wir noch machen? Wir können noch eine Pfeilwand aufstellen. Vielleicht so. Ja, ich scheine mehrere lang zu laufen. Macht es so wahrscheinlich Sinn. Weil so mehr getroffen werden können. Wollen auch die von den Archern nicht erwischt werden. Gut, probieren wir das mal. Kommen sie raus da unten und hier oben. Scheißstelle zu schießen. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh, nicht gut. Nicht gut. Nein! Gut. Oh, scheiße. Bester Job aller Zeiten. Nicht gut. Wir brauchen mehr Schützen. Oh, die sind tot. Nicht gut. Oh, das so. Ein tolles Geschenk für dich. Und für dich auch. Okay, wo kommen sie lang? Stützen wir mal den, der hier ein bisschen schwächer bestückt ist. Weg mit dem Archer. Nicht, dass die unseren Archer hier abknallen. Oh scheiße, sind das viele. Ich rate, die Archer, die sind down, nee. Nicht gut. Na gut, die interessieren sich erstmal für die Archer, das ist gut. Ah, und das ist nicht gut. Oh, fuck. Oh, Schande. Ich hoffe, die stehen bald wieder auf hier hinten. Echt ein Problem. Nicht gut. Das Portal sieht nicht gut aus. Ich hoffe, hier kommt nochmal eine Pause nach der Welle. Das ist nämlich ziemlich blöd. Ist das eine Leber?
Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah, verdammt. Weg da. Oh, Schande. Das war irgendwie richtig schlecht. Irgendwie habe ich das total verbockt. Probieren wir das nochmal. Die Wandklingen, die müssen zurückgesetzt werden. Das ist scheiße. Ich will nichts zurücksetzen müssen. Ich habe den alten Mann mal gefragt, was passieren würde, wenn die Orks unsere Welt durch die Spalte betreten. Er schaute ganz finster und sagte: Schau dir nur ihre zerstörte, tote Welt außerhalb der Festungstore an. Dann kannst du es dir vorstellen. Naja, ja, weil das Ding weg. Hätte auch einfach sagen können, Bogenschützen, Dings, 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 Dings. Ah, wo die Teergruben eigentlich gut sind. Nehmen wir die raus in die Teergruben stattdessen. Dann, Blockaden im Bogenschützen im Teergruben. Die Giftstachelfalle, weil die ja upgraded ist. Okay. Dann machen wir als erstes hier vorne dicht. Sieh mal, ob das passt. So. Schon besser. Dann kommen hier Stachelfallen. Gefolgt von einem Bogenschützen hier hinten. Bereit, eurem Geheiß zu folgen. Und hoffen, dass das besser wird. Ich glaube, wir kriegen mehr Punkte, wenn unser Bogenschütze die rausnimmt. Irgendwie war das so, wenn die Fallen aktiv nutzbar sind. Wir da und da und Dings, aber machen wir so weiter. Etwas Feines für dich. Um die etwas zurückzuschieben durch die Pfeile und dadurch mehr Zeit zu gewinnen. Ja, da kommen sie wieder. Oh, Bogenschützen, nicht gut. Nein, nicht. Nein! Das hier ist für dich, alter Mann! Nicht gut. Wir brauchen noch einen Bogenschützen hier. Wir brauchen einen neuen Timmy. Bereit zu gehen. Sie sind unten! Sie brechen durch! Und Gift Spikes.
bitte einmal durchwischen. Ist das eine Leber? Okay, wenn ich schieße, dann kriegst du nur bei Kopfschusspunkte. Das ist ja interessant. Ach nein, immer. Aber schön, dass erstmal die Hälfte sich da hinten verläuft. Das ist sehr gut. Puh, den geht's wieder gut. Okay, als erstes hier. Ich bin so klug. Oh, das reicht mir für Blockaden. Ah, weil es will kosten. Ich sag, wir brauchen mehr Spikes. Ja. Sieh mal, ob das passt. Eindeutig mehr Spikes. Okay, waren die hinten an den Barrikaden dran? Nee. Gut. Nächste Welle. Ich sollte da hinten vielleicht einen Archer hinstellen. Ah. Guter Plan. Nächste Mal. Das sieht gut aus. Schöne Kombos. Nicht gut, lass meine Archer in Ruhe. Und lass den Drift in Ruhe. Da kommen die nächsten, die verwirrt oder was? Lass uns das nochmal machen. Okay, zweite Barrikade. Ich mag das hier. Und wenn die durchkommen, zurückschleudern. Puh. Nehmen wir mal so viele wie möglich hier frühzeitig mit dem Kopfschuss raus. Bitte einmal durchwischen. Nicht gut. Ja, ich bin gestorben, verdammt. Wir betreten den Spalt. Was ist denn der? Ist ja völlig verwirrt. Das wird nicht unbedingt angenehm. Nennt mir eine Richtung. Oh Mann. Das ist
gut. Nein! Oh. Ich bin zu schlecht in dem Spiel. Das hat keinen Sinn zu einer Übung. Aber trotzdem ein geiles Spiel als Fan von Tower Defense, aber es ist halt bockeschwer im normalen Schwierigkeitsgrad. Als Lehrling ist es natürlich erheblich einfacher, aber so ist das. Ich würde mal sagen.